Hier entstehen die Ideen. Genau, für genau. Man braucht einfach ein bisschen Chaos, um Ideen zu haben, um so kreativ sieht es aus, zu sein. Ja. Gut. Ja, Uli, wir haben gerade schon, ich sag mal, den Prototypen eures Pedals gesehen, aus den 80er Jahren. Das erste Look-Pedal mit einer Menge Kabeln, ja, aber mit Powermeter. 25 Jahren. 25 Jahre. Und jetzt haben wir hier das neue Exakt-Pedal von SRM. Ja. Vielleicht magst du mir einfach mal erzählen, die Besonderheiten zum Pedal, die Entwicklungsgeschichte, was steckt dahinter? Ja, also die Entwicklungsgeschichte ist, SRM arbeitet mit Look zusammen, um eine Carbon-Kurbel zu entwickeln fürs Fahrrad. Mhm. Und in Zukunft sind auch, denke ich, mehrere Projekte geplant zu der Carbon-Kurbel, die jetzt seit über einem Jahr auf dem Markt ist und eigentlich gut ankommt. Kam die Anfrage von Look, die ja schon seit längerem verschiedene Pedalvisionen hatten, ein neues Pedal zu entwickeln, das einfach zuverlässig funktioniert, dessen wo ein Partner dazu kommt, der spezialisiert ist auf dem Gebiet, was SRM ist. Das sind die ersten, die Leistungsmessung am Fahrrad gemacht haben. Mhm. Look war die erste Firma, die ein Clipless-Pedal gemacht hat, wo man also kein Riemchen mehr braucht. Ja. Die haben also sehr lange Erfahrung und dann kam die Idee dazu, okay, wir tun dieses beides Know-how zusammenstecken und entwickeln ein neues Pedal mit der Vorgabe, dass die gesamte Messtechnik im Pedalkörper integriert sein muss. Mhm. Das war zu dieser Zeit, gab es nur Pedale, wo auf der Außenseite ein Pot hing. Ja. Um die ganze Messtechnik im Pedal zu integrieren, muss im Pedalkörper sein die Stromversorgung. Mhm. Wir haben uns entschieden, dass das mit einer aufladbaren Batterie sein wird. Okay. Also keine Batterien zum Tauschen, sondern aufladbar. Mhm. Vorgabe mindestens 100 Stunden Betriebszeit. Das ist eine Menge. Die zweite Sache, die im Pedal drin ist, ist die Antenne. Ja. Vorgabe war, die Daten, die gesendet werden, sollten sein ANT und Bluetooth gleichzeitig. Mhm. Also dieses Pedal kann gleichzeitig ANT und Bluetooth senden. Also man kann theoretisch mit einer App auf dem Apple die Daten empfangen und mit einem ANT-Computer wie den SRM-Computer oder die anderen die gleichen Daten gleichzeitig empfangen. Mhm. Es soll eine hohe Datenübertragungsrate möglich sein, um auch später eine Direktkraftanalyse zu sehen. Die Datenübertragung ist 200 Signale pro Sekunde, das ist also 5 Millisekunden, das liegt vor. Dann sollte sein, das Pedal absolut wasserdicht. Ja. Es wird erreicht, dass die gesamte Elektronik komplett verschweißt ist. Ja. Das sind eigentlich soweit jetzt die Spezifikationen von außen am Pedal. Okay. Dann ist noch wichtig, was also für Look wichtig war, es sollen die bestehenden Schubladen benutzt werden. Mhm. Das ist hier ein System mit Feder. Ja. Das kommt eigentlich bei vielen Profis besser an, als wie teilweise mit der Carbonfeder. Carbon Blade. Weil die das einstellen können und die Leute, die das jetzt gefahren haben, wie zum Beispiel Greipel oder Warren Bagill oder Adam Hansen, sind damit sehr zufrieden. Mhm. Das Pedal zum Montieren muss ausgerichtet werden zur präzisen Messung. Das hat den Vorteil, dass man überprüfen kann mit unserer App, ist es 100% richtig montiert und ist sich absolut sicher, die Daten sind korrekt. Mhm. Um das auch zu gewährleisten, wird die Trittfrequenz gemessen mit Hohlsensoren. Ja. An zwei Stellen pro Umdrehung, um also, wenn man halbe Umdrehung zurückgeht oder so, eine Fehlmessung zu vermeiden. Dann das Lager selber. Pedal hat zwei Lager. Einmal Nadellager, das direkt unter dem Kraftanschlusspunkt liegt. Und dann noch ein Rillenkugellager an der Seite für die axialen Kräfte. Okay. Zum Laden gibt es einen Magnetstecker, der hat einen Mini-USB, wird einfach angesteckt und hat dann Indikatoren laden oder vollgeladen. Okay, super easy. Ja, es ist auch mit Hilfe von Bluetooth möglich, die Firma abzudecken mit der App. Praktisch, ja. Und sind 2 Jahre Garantie auf dem Pedal. Soweit die Leute, die das jetzt fahren, wir haben ungefähr 200 Pedale jetzt gerade bei Testfahrern, sind eigentlich alle sehr zufrieden. Ja, das ist das Stichwort. Also ich freue mich drauf. Ich werde die Pedale jetzt auch in einen Test mitnehmen. Ja. Und bin gespannt, wie sie performen werden am Rad. Wie sieht es aus mit der Kalibrierung? Ist es automatisch? Ja, das ist von... Okay. Wichtig ist, dass es korrekt montiert wird. Dazu gibt es die App. Kalibriert sind die Pedale. Die sind zum einen mechanisch temperaturkompensiert. Okay. Und zusätzlich gibt es noch eine Kennlinie, die aufgenommen ist bei uns für eine Software-Kalibrierung, was teilweise besser ist, weil mechanisch oder können auch Bauteile
Variationen auftreten von den elektrischen Komponenten, von den Denmer-Streifen. Ja. Theoretisch ist es also besser, noch eine Software-Kompensation auch zu haben. Mhm. Also okay. Es ist zweimal temperaturkompensiert. Okay. Richtig montiert muss man nichts machen. Es kann dranbleiben. Sehr praktisch. Man kann es überprüfen, ob es richtig kalibriert ist. Und aber eigentlich einmal montiert, einfach fahren. Das ist einfach genau das, was ich von einem Powermeter erwarte. Ja. Plug and Play und ein zuverlässiges System. Ohne Kalibrierung vor jeder Fahrt. Genau. Sehr schön, sehr cool. Der Carbonkörper selber ist aus Carbon? Ja, das ist gespritzt. Ich denke, da ist vielleicht 80% Carbon und der Rest ist Kunststoff. Ja. Der Magnet ist zum Schalten der Detergenz im Körper eingelassen. Mhm. Beim Sturz oder so ist der Körper tauschbar. Ja, super. Es wird ungefähr 100 Euro kosten, ist der Plan für einen Körper zu tauschen, wenn der durch einen Crash beschädigt ist. Also es kann natürlich passieren, zum Beispiel, das erste Pedal, Körper zerstört, war Greipel, als er gestürzt war bei Mailand Sanremo. Ja, das. Aber ich hatte das hat 5 Minuten gedauert, das Pedal nach dem Rennen zu reparieren. Ja, okay. Er hat wahrscheinlich gebraucht einen Monat, um das Schlüsselbein wieder herzurichten. Ja, das Pedal war schneller wieder ganz. Ja. Okay, cool. Wie viel Mehrgewicht zu einem normalen Pedal? Ich schätze, dass diese zwei Batterien in Elektronik vielleicht pro Pedal 15 Gramm dazu machen. Ja, okay. Ich könnte es jetzt wiegen. Ja, aber 30 bis 35 Gramm Mehrgewicht für einen Powermeter, das ist verschwindend gering. Vernachlässigbar. Ja, das denke ich auch. Also Jungs, wenn euch das hier jetzt gefallen hat, die kurze Präsentation von SRM, abonniert den YouTube-Channel von Bike Components und die bringen euch überall auf dem neuesten Stand, was los ist in der Fahrradtechnik. Einfach abonnieren und ab und zu da reinschauen. Ja, mir hat die Tour hier bei SRM sehr gut gefallen. Wir warten jetzt noch auf Essen, werden noch zum Mittagessen, Uli. Und ja, ich werde die Pedale mit auf eine Testrunde nehmen und in Kürze lest ihr mehr dazu im Blog. Uli, mach's gut. Vielen Dank. Ja.